Blick in die Kommentare von morgen. Vielen Dank. Hier folgen gleich die National-, die Europahymne, die Nachrichten und danach der Mitternachtskrimi mit dem Klassiker War of the Worlds. Ihnen eine gute Nacht. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Doris Simon. Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten. Deutschlandfunk. Null Uhr, Samstag, 31. Oktober, die Nachrichten. Bei der Syrien-Konferenz in Wien haben sich die Außenminister der 17 teilnehmenden Staaten auf Eckpunkte für eine Beilegung des Konflikts verständigt. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung heißt es, Ziel müsse zunächst ein Waffenstillstand und später die Bildung einer Übergangsregierung sein. Die Modalitäten dafür sollten gemeinsam mit den Vereinten Nationen erarbeitet werden. Umstritten ist weiterhin die politische Zukunft des syrischen Machthabers Assad. US-Außenminister Kerry bekräftigte, ein Rücktritt Assads würde eine Lösung erleichtern. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Steinmeier. Die Gespräche sollen in 2 Wochen fortgesetzt werden.